Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Valheim im Voucher mit unserem Alderle. Es geht um die Schweine, meine Lieben. Ich möchte hier den Schweinestall so gut wie fertig bekommen heute, weil das dauert bestimmt nicht mehr ewig, dann sind die gezähmt und dann können die sich hier frei aufhalten. Und wir hatten ja gestern angefangen, das Gebäude zu trennen. Das möchte ich natürlich heute weitermachen. Und zwar möchte ich hier ja auch so kleine Sichtfenster rein. Wir machen es. Oder weißt du was? Das kann ja ein offener Bereich werden. Ich nehme nicht an, dass die hier, wenn sie gezähmt sind, rennen sie ja sowieso nicht mehr weg. Wenn wir das hier so zumachen auf halb. Und dann, wo ist, haben wir hier eine Mitte? Ich würde sagen, dann müssen wir das als Mitte nehmen, ne? Wie sieht denn das aus, wenn ich dann jetzt hier ein großes Schonentor reinmache? Fehlende Voraussetzung? Ah, hat es am Holz gelegen. Aber Holz habe ich draußen jede Menge. Und dann würde ich allerdings hier noch ein paar Balken rüber und hochziehen. Und dann kann man nämlich auch mal hier, weißt du, wenn man hier rumschleicht, gucken, wie geht's ihnen. Ja, das probieren wir mal so. Ich würde den Bereich allerdings bis hochziehen, ne? Okay, da müssen wir mit verschiedenen Ecken schaffen. Jetzt pass mal auf, wir laufen hier rum. Und da muss ich natürlich die Feuerstelle, die lasse ich ja nur vorübergehend hier den Balkonrauch zu. Ich weiß nicht, ob es unseren Bienen noch gut geht, ob sie schon geräuchert sind. Weiß einer von euch, ob man die Bäume auch in einer kleineren Version pflanzen kann? Kleine Tannen, große Tannen oder gibt es immer nur die Endversion? Weil das ist schon eine Granate hier, ne? Die zwei Kiefern von Waldelesruh. Junge, Junge. Ja, die sind ja fast so hoch wie der Lebensbaum. So, pass auf, wir brauchen erstmal ein bisschen Material. Und wir müssen gucken, da hinten sind schon die nächsten Schweine wieder, ne? Das weiß ich halt nicht, ob das so bleibt. Bei mir spawnt halt hier drin alles Mögliche. Ab und zu spawnen sogar welche mit den blauen Augen. Ja, komm, vielleicht kriegen wir das heute fertig. Die nächsten 50 Holz sind da. Da vorne gehen die Herzen. Sehr schön. Das muss so sein. Und schon haben wir das Gebäude zweckdienlich umgerüstet. Und auch meine Luftschleusen hier oben sind gut angebracht für die Schweinezucht. Da kriegen sie keinen Zug, ne? Weil die Luft. Ihr wisst schon. So, wahrscheinlich kriegen sie eh keinen Zug. Jetzt pass auf, ich überlege gerade. Da habe ich das so gemacht, dass es von hier mit dieser Stelze ist. Aber ist okay. Kann so rumbleiben. Das würde ich zur Verschönung noch drüber machen. Und dann. Nee, da will ich nicht, dass es reinsnappt. Snappt der hier nicht rein oder was? So. Da-di-da. Wir werden heute übrigens auch noch losgehen. Ich möchte auf jeden Fall im Dunkelwald drüben beim Händler dieses Biom, dieses Dunkelwald-Biom dort freilegen, ja? Dass wir wissen, wo wir dahin bauen werden und so. Ja, das finde ich okay. Weißt du was? Ich probiere das mal jetzt aus, wie das aussieht, wenn ich es oben zumache, ne? Welcher ist denn? Das ist das der auf der Seite dann, ne? Ah, Mist. Da müsste ich jetzt die Dinger wieder rausnehmen. Da kann es sein, dass mir das Dach einstürzt. Ich werde das erstmal so lassen. Ich werde das erstmal so lassen, meine Lieben. Das muss ich dann mal in der Schnellaktion machen. Aber ich muss jetzt hier im Prinzip diesen Balken rausnehmen. Das sieht aber auch wüst aus. Ich muss diesen Balken hier rausnehmen, den ich jetzt da praktisch markiert habe, weil da die Schräge hinkommt. Das sieht aber doch nicht sauber aus hier, oder? Mach mal auf. Machen wir mal wieder zu. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist nicht. Doch, der ist schon richtig, ne? Das täuscht nur so ein bisschen. Vielleicht liegt es aber auch an meiner gattigen Lampe, dass das jetzt gerade ein bisschen überstrahlt. So, Fakt ist, sie kommen auf jeden Fall hier schon mal nicht rein. Wir haben unseren kleinen Schmelzbereich, weil wir werden hier nicht allzu viel schmelzen. Im Prinzip macht es mehr Sinn, mal irgendwo ganz, ganz viel Metall vorzubereiten oder halt irgendwo anders auswärts zu schmelzen, ne? So, dann hat das typische Schwein später hier hoffentlich die Chance. Hoffentlich können die Leitern laufen. Ich sehe gerade, dass es hier. Oder ich ebne es kurz hoch. Das kann ich natürlich auch machen. Ich nehme mal an. Wo ist denn hier? Haben wir hier noch eine Hochebene? Hier vielleicht. Ja, Boden geht hoch, gell? Alles klar. Oh, eine Löwenzähne ist drin. Ja, jetzt funktioniert's. Muss ich mal beobachten, ob die Schweine das dann auch können. So. Dann kommen sie hier raus. Und deswegen habe ich gefragt wegen den Bäumen, weil ich möchte den hier so einen ganz kleinen Waldbereich aufbauen. Drei, vier Bäume noch dazu nehmen. Nichts Großes. So, dass die aber alles haben, was sie brauchen, ne? So, meine Lieben, jetzt habe ich wieder das Holz verballert. Beziehungsweise jetzt fehlt die Werkbank. Dann baue ich mir hier mal eine Testwerkbank auf.
Und dann geht es weiter mit den Elementen heute. Ich würde sagen, ich hole gleich nochmal Holz, bring die Köpfe weg und Futter in der Zeit. So, und dann werden wir die zwei Gehege später miteinander verbinden, lassen aber eine Abtrennung drin, dann kann ich nämlich neue Schweine da reinziehen. Es gibt nämlich auch welche mit Sternen. Und ich glaube, wenn du ein Schwein mit einem Stern und mit keinem Stern vermehrst, ist immer eine 50-prozentige Chance, dass dann auch ein Sternschwein rauskommt. Wäre natürlich cool, wenn wir hier mal Glück haben und das Spawnen hoch ist, würde ich es mir nämlich gerne schnappen. So, pass auf, die Kopfkiste ist die, Trollköpfle rüber. Dann haben wir irgendwo Leder rüber, den Schlüssel, den werden wir hoffentlich bald brauchen, da bin ich sehr gespannt drauf. Und hier kann ich noch ein bisschen Stein ausladen, dann bin ich leichter. Ich hatte, glaube ich, auch mal eine Holzkiste, habe ich das hier mit reingeschmissen, weil Kernholz brauche ich heute wahrscheinlich keins zu bauen. So, meine Lieben, wir laufen mal vorbei, ob sie noch sauber sind. So. Futter ist noch drin. Ja, sie sind noch nicht so weit. Sie sind noch nicht so weit. Schnell weg. Die. Huch, hier muss ich hin. 50er. Ein Zaunelement kostet ein. Wie sie da hinten abgehen. Warte mal, geschwind. Ich muss mal gucken. Vielleicht repariere ich das schon mal zur Sicherheit ein bisschen. Ah ja, die machen ja fast keinen Schaden an den Elementen. Alles gut. Ihr mocht's das schon recht. Hat sich eine Möwe dazu gesellt, hast du gesehen? Also, dann mache ich da hinten dicht. Dadi. Einfach zu. Obwohl, soll man sie. Wir können sie auch mal erst frei rumlaufen lassen, weil die verteidigen sich ja auch, wenn jetzt hier wer käme. Aber so ganz. Ich muss es nach und nach, ne? Wir machen das nach und nach. Ich weiß noch nicht genau, wie sie sich verhalten werden. Deswegen erstmal ordentlich eingebaut. Wie sieht's aus, wenn ich das so rum mache? Nö, machen wir so. Bleiben wir da dran. So. Und den drehe ich so ganz leicht ein. Nee, kannst du lassen, dann kommt er hier genau dran. So, oder? Dann ist da schon mal dicht. Sie bewegen sich hier. Da hinten weiß ich noch nicht, was ich mache. Und dann würde ich später von hier ungefähr. Ich will nicht zu nah ran, ich will sie nicht jedes Mal aufscheuchen neu. Oder sind sie schon durch jetzt? Nee, nee, ich glaube ein Viertel erst, ne? Es braucht seine Zeit. So, den ziehe ich jetzt aber hier ordentlich rum. Da würde ich jetzt auch einen ganz kleinen Schnitt reinmachen. Jetzt haben wir alles gemacht, was wir machen können, bis sie gezähmt sind. Engpässe wie hier und so muss ich beobachten. Ansonsten haben die jetzt hier einen wunderschönen kleinen Bereich. Da vorne können sie Präsenz zeigen. Hier wird dann die Auffangbox für neue sein. Die werde ich schön machen, sobald die gezähmt sind. Und dann können sie hier rumstaxen und rumflaxen, wenn sie wollen. Und ob sie jemals reingehen werden, weiß ich natürlich nicht, ne? Vielleicht mache ich hier irgendwann noch eine Stelle auf, wo sie nochmal zusätzlich reinschlupfen könnten. Müssen wir uns mal angucken. Auf jeden Fall, Gebäude ist angepasst. Und ich würde jetzt gerne zum Test einen ganz kleinen Mini-Acker anlegen, dass ich schon mal Karotten-Seeds anbringe, dass ich einfach mal sehe, wie es funktioniert, was kommt dann für Rezepte und so weiter, damit wir das schon mal parallel machen. Das ist ja normalerweise kein Act. Ich weiß noch nicht genau, wo wir es machen, irgendwo in der Nähe vom Haus, dass ich nicht so weit gucken muss immer. Vielleicht nehmen wir uns einfach die Stelle hier für einen Mini-Acker schon mal. Weißt du? Ich bin übrigens mittlerweile überzeugt davon, dass ich das nächste Mal. Also die nächsten Locations, die wir uns aufbauen, nicht mehr so groß mache, weil ich glaube einfach, dass dann die Performance auch länger oder besser ist, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da zu viel des Guten gemacht habe. Ja, hier, das reicht doch, oder? Wenn ich mal hier. Ja, das reicht. Der muss jetzt auch nicht so super schön sein. Ich werde da einfach zwei, dreimal reinhacken noch. Hier nochmal kurz. Dann können wir das noch ein bisschen angleichen und dann haue ich diesen Ackerboden hin und dann ist gut. So, mal hier, wenn man das hier so anschrägt, wie sieht denn das dann aus? Ja, ist okay. Und von hier würde ich dann einfach sagen, auf der Ebene machen wir das jetzt mal. So, hier müsste ich normal noch hacken, aber es geht ja jetzt nur mal um den Teilbereich hier. So. Okay, dann lass mal gucken. Kultivieren. Ja, machen wir mal hier eine Kultivierung. Hier eine.
Hier, dann ziehen wir es bis hier rüber. So. Und dann brauche ich ein Karotten-Seed pro Karotte. Da bin ich auch mal gespannt. Muss ich mal gucken, wo ich die hin habe. Und wir könnten uns natürlich auch den Helm anziehen, wenn wir wollten. Und was nehmen wir noch dazu? Was die Bärchen den Schweinen reingeschmissen haben, nehmen wir Honigler. So, jetzt pass auf. Haben wir Karotten-Seeds? Jo, 33 Stück. Wenn die nicht reichen. Bin ich auch mal gespannt jetzt. Dann weiß ich ja, wie lange brauchen die, bis die rauswachsen. Wie viele bekomme ich denn beim Ernten? Weißt du, wie ich meine? Das Ding einfach mal rankult. Hier würde ich noch aufkultivieren. So. Kann ich die so individuell setzen? Ich dachte, dass die mehr Abstand brauchen oder so. Machen wir mal drei rein, oder? Und gucken mal, was passiert. Weil ich habe noch keine Ahnung, ob der Abstand irgendwie eingehalten werden muss oder ob das so funktioniert. Ist unser erstes Beet, ne? Gesund, Karotte, gesund. Da bin ich auch mal gespannt. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. So, meine Lieben, jetzt haben wir natürlich riesen Schiffwetter. Die Hälfte der Folge ist fast vorbei. Ich möchte mit euch noch auf jeden Fall das Ziel angehen, das ich gesagt habe. Da werden wir jetzt in die Außenstation gehen. Ich räume hier schon mal alles aus. Ich werde wahrscheinlich einen neuen Tag abwarten, dass wir dann nachher nicht irgendwie, dass wir auch was sehen. Es sei denn, es hübsch noch auf. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das bleibt als Ersatz hier. Das lasse ich jetzt ebenfalls alles hier. Da wir nicht genau wissen, mit dem Licht nehme ich das mal alles mit. Der hat natürlich Vorrang. Das brauche ich, weil ich drüben hacken will. Das Kultivierungsmaschinen hier. Den nehmen wir mit zur Außenstelle. Bogen würde ich mitnehmen. Den Bogen nehme ich mal mit, falls wir Trolle machen müssen unterwegs. Deswegen nehme ich auch die Pfeile mit. Oh, guck mal, hier habe ich auch noch Ersatzessen. Da war ich aber fleißig. Als ob der Metzger schon da gewesen wäre, ne? So, Leute. Ich glaube, so würde ich jetzt einfach mal losgehen. Wir gucken aber nochmal, ob die Schweine jetzt mittlerweile wieder lieb sind. Oder ob die immer noch... Vor allem auch super interessant, wenn wir jetzt unterwegs sind. Sie... Nee, aber sie sind so gut wie durch, ne? Okay, dann werden wir das wahrscheinlich morgen sehen, weil jetzt geht es für uns erstmal unterwegs. Hau mal ab. Ich hole euch gleich drüben rein an der Außenstelle. Ich muss ja noch kurz runterlaufen. Oder soll man den Tag einfach mal nutzen? Ich habe ja das Helmlicht. Komm, wir machen 1:1. Wir legen jetzt das Gebiet frei, Dunkelwald. Dann werden wir auch sehen, wo die Grenzen verlaufen zur Ebene, wo die Grenzen verlaufen zum Sumpfbiom. Gehen wir beim Haldor direkt los an die Stelle, die ich gestern markiert habe, oder? Hallo Diggerle, heute habe ich nichts dabei. Ich muss mal ganz kurz rausscrollen. Ah, okay. Je nachdem. Okay, siehst du, habe ich es doch geahnt. Dann machen wir den aber heute mit Feuer. Mit Feuer und Pfeil. Was passiert denn, wenn ich von hier drin schieße? Das ist ja eine fiese Nummer dann hier drin. Auf der anderen Seite muss ich natürlich nicht durch den ganzen Wald hechten. Boah, Alter, der strauchelt sogar, wenn man richtig trifft. Ach, das ist ja fies. Also für den Troll. Mir macht es natürlich gerade das Leben leichter. Geil wäre natürlich jetzt, wenn er reinkommt, den Haldor kaputt macht und ich keinen Händler mehr habe, ne? Er kommt dem Mama ebenso weg. Vielleicht mache ich mir die Trollrüstung die Tage mal. Kann natürlich sein, dass er Gesundheit zurücksetzt. Sobald du reingehst, ist es vorbei mit Aggro. Ja, das war's. Okay. Habe ich jetzt ausgenutzt. Aber auch nur, weil wir den schon ein paar Mal gemacht haben und wissen, wie er geht und das von Blatt kriegen. Ne? So, jetzt laufen wir mal dahin. Vielleicht habe ich ja zufällig die Stelle meines Lebens markiert gestern. Ich lasse mal das Licht an, es wird nämlich gerade dunkel. Nee, ich müsste eine höhere Stelle haben. Weißt du was, wir müssen den ablaufen. Wir müssen den kompletten Wald ablaufen, sonst kann ich es gar nicht sagen. Guck mal, hier bin ich schon auf den Ebenen, ne? Naja, dann ist das ein kleineres Biom, als ich gedacht habe. Dann schließen wir das jetzt mal hoch. Wobei ich da vielleicht nicht ganz so rumhampeln soll.
Wer weiß, was es in den Ebenen gibt. Das ist ja eins der höheren Gebiete jetzt aktuell, ne? Aber da vorne habe ich schon was gesehen, was man nicht behagt. What? Das war ein One-Hit? Wie im Real Life, Alterle! Die Drecksviecher! Wow! Jetzt muss ich nochmal hin. Okay, also die Ebenen, die sind da noch nicht so ganz unsers. Jetzt holen wir unser Zeug schwind. Ach, scheiße, jetzt ist. Ich schlaf erst. Das bleibt ja liegen. Alter Schwede! Hat die mich kurz weggebollert? Du bist nass. Okay, weiß ich Bescheid. Ich hoffe, die belagert jetzt nicht mein Zeug. Guck mal, du hast doch hier, mach mal hier zu. Stell dich mal ans Fenster, dann trocknest du schneller. Ach du je, es sind Gegner in der Nähe. Es wäre jetzt aber nicht so glorreich. Oder meint er die Schweine vielleicht? Wildschwein, Wildschwein. Kann das sein, dass ich da wirklich in der Nähe bleiben muss für die Herzen? Durch das, dass ich jetzt weggegangen bin, gell? Hat sich das wieder aufgelöst. Dann machen wir folgenden Deal. Ich mache einen ganz kleinen Schnitt. Ich werde hier mal die Nacht überdauern. Und dann gucken wir mal, ob der Fortschritt... Ah doch, jetzt sind die Herzen voll, die da hochpumpen. Ich hole euch gleich nochmal rein. Wir holen natürlich unser Zeugs zurück und laufen das Gebiet heute ab. Alter, One-Hit von der Schnake, verstehst du? Ich habe gerade mal geguckt, die sind gerade schon wieder am Durchdrehen. Wir sind bei 64% Zähmung. Wenn man hingeht, sieht man den Fortschritt. Also ich kümmere mich dann jetzt einfach darum, dass ich dann bis morgen die Zahm habe, weil ich werde eben Materialien vorbereiten müssen für die nächsten Runden und so weiter. Dann bin ich eher in der Ecke unterwegs. Jetzt wäre es erstmal wichtiger, dass wir unser Zeugs wieder kriegen. Nehmen wir mal wenigstens einen Honig mit, den anderen sammle ich dann später auf. Geht's euch auch noch gut? Denen geht's auch noch gut. Da war ich mir nämlich nicht so sicher. Weißt du, weil ich mich hier unten drunter das Feuer stehen habe. Normal werden sie weg im Real Life. So, wie kriegen wir jetzt unser Zeug? Wir sind nackt, wir haben nur Honig dabei. Nackt und Honig. Und dann durch den Dunkelwald rennen. Mäp, größter Fail. So, pass auf, wo habe ich mein Zeug? Keine Fähigkeitenabzug. Alles gut. Alter Schwede, hat mich das Viechle weggebollert. Zum Glück haben wir den Troll schon erledigt. So, alter Schwede. Ess mal einen. Bisschen mehr schadet, ne? Aber die one-hittet mich ja eh, ob ich was anhab oder nicht. Also, dann müssen wir auf jeden Fall, bevor wir die Ebenen irgendwann machen, müssen wir uns ausrüsten. Da vorne sehe ich mein Zeugs flunkern. Sehe ich sie? Irgendwo? Kannst du mal dein Zeug holen, bevor du jetzt hier wieder Bärchen pflückst? Ich schleich mal. Boah, da bin ich aber echt noch gut gestorben. Hier, guck mal. Und Rückzug. Und Rückzug. Dann lieber die Zweige. Das ist die Musik. So. Gott sei Dank habe ich noch das Schild hochgeklüpft. Ey, also die sind übel. Dann sind wir mal der Meinung, dass hier die Ebenen sind, ne? Hier ist dann das Sumpfland, das werden wir uns morgen anholen. Hier sieht man ja in etwa, dass die Ebenen verlaufen. Das heißt, wir müssten den Bereich noch freilegen. Dann machen wir das jetzt mal ohne irgendwelche Schnaken. Ich bleibe mal ein bisschen weg von diesem Ebenengebiet. Alterle, hat die reingebollert. Gut, die hat mich auch in den Rücken gestochen. Vielleicht lag es daran. Aber es war ja jetzt nicht so, dass ich gar nichts... Wer ist er? Ein Kobold. Der ist bestimmt auch von den Ebenen, oder? Junge, Junge, bin ich jetzt erschrocken. Ich dachte, kenne ich noch nicht. Kobold also. Oh, sehr, sehr geil. Ich will ja nur wissen, wo wir hier zu Hause sind. Ey, hier ist doch genau das Richtige. Lass mich mal da hochgehen. Jetzt gehe ich mal optisch vor. Hier stelle ich mal vor, ich will meinen Bunker auf jeden Fall auf einer Hochebene haben. Mein Zwergenbunker. Der ein oder andere von euch hat vielleicht Dark and Lights gesehen bei mir vor langer, langer Zeit. Da hatte ich mal einen Zwergenbunker gebaut. Hier ist eine geile Stelle.
Markiere ich mir mal. Dann wären wir recht nah an den Ebenen. Beim Haldor sind wir auch näher als von hier unten. Den Uralten, den brauchen wir erstmal nicht. Dann laufe ich jetzt hier das Gebiet ein bisschen ab noch. Einfach um zu gucken. Ansonsten würde ich hier oben das Bungalow hinsetzen. Und dann können wir nämlich hier Bronze schmelzen. Da können wir richtig ans Wägeln gehen. Haldor wird sich auch wahrscheinlich glücklich zeigen, wenn er sieht, dass wir einen Zwergenbunker bauen. So, pass auf. Du darfst nur nicht zu nah in die Ebenen reinschlappen. Hier mal wieder eine Instanz, die ich markieren kann. Ja, ist ja klar, dass ihr da wohnt. Ich habe mir überlegt, wenn wir das Sumpfland morgen entdecken. Ich will ja gucken, dass ich da so eine Krypta finde. Erstens mal, um reinzugucken. Einfach ein bisschen Spaß haben. Und eventuell mit ein bisschen Glücks erste Eisen zu finden für den Steinschneider. Wo bist denn du? Der hängt irgendwo da drin fest, gell? Ich will eigentlich nur kurz markieren, dann geht's schon weiter. So. Thors Hammer. Und Initius. So, weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall die Produktion in den dunklen Wald verlegen, weil bei uns daheim sind wir sehr weit weg vom Schuss mittlerweile. Und hier sind dann die Laufwege okay. Da kommt wieder so ein Dings, die gucken wir uns natürlich an. Distel und so, das machen wir dann irgendwann mal in der Farmrunde. Ich lasse die Sachen übrigens, ich sehe die schon. Ich sammle die bloß nicht ein, wenn ich was anderes im Kopf habe, ne? Manchmal drücke ich drauf, manchmal halt auch nicht. Aber wenn ich gezielt... Ich hab ja immer was zum Essen. Ich farm das ja offscreen, weißt du? Dann gehe ich da schon gezielt vor. Aber so sammle ich nicht immer alles ein. Muss mich ja auch ein bisschen konzentrieren, wenn ich schon am Schwallern bin. Digga, warum bist du jetzt da drin? Damit du die Tanne wegmachst und auf dich aufmerksam machst, Alterchen. Da unten ist ein anderer Baum. Hier ist ein Spawner, den lasse ich jetzt mal. Den lasse ich jetzt mal. Vielleicht farme ich ja da demnächst auch noch irgendwas. Ich weiß es noch nicht sicher. So, Leute. Jetzt gehen wir hier mal kurz Richtung Ebenen, aber nicht wirklich weit. Hier wäre auch eine Wasserstelle für wahrscheinlich ein bisschen Zinn. Und nach diesen Tannen ist schon Ebenenland wieder, oder? Hier sind wieder Blaubeeren, hast du gesehen? So, Leute. So, machen wir das. Dann gehen wir morgen nämlich in den Sumpf. Könntest du etwas zu essen vertragen, dann iss. So viel du kannst. Hier vorne ist dann wieder... Ist das das Meer oder sind da die Ebenen? Von denen habe ich jetzt Schiss wie Sau. Okay, hier ist einmal ein sehr großer Bereich Wasser. Habt ihr auch das Gefühl, dass da drüben eine riesen Anlage mit... Hinkelsteinen ist. Komme ich da mal eben hin? Das sieht aus, als ob die Himmel hoch rausragen. Wir werden wahrscheinlich gleich nochmal verrecken. Ja, hier hat es jede Menge Zinn. Dunkler Wald. Noch fühle ich mich daheim. Ist ja schon unglaublich, wie man im dunklen Wald plötzlich sich daheim fühlt, ne? Da ist übrigens auch eine Instanz, die markieren wir uns ebenfalls. Und hier ist nochmal eine Hütte. Mit Jungs. Oh, die haben sogar einen Berserker dabei. Was ist da besonders? Ah, da ist auch ein Stein. Vielleicht der dritte Bossmarkierer schon. Wow, wie viele Seiten ihr bitte? Das sind einfach zu viele. Ist doch klar, dass da immer einer trifft. Ah, jetzt habe ich einen Berserker gerade. Gott, ich mag euch nicht. Gerade eben ein bisschen noch gelobt, gell? Ja, so also langsam blühen sie aus. So. Das war der mit dem Stein, der Sack.
So, das war's. Gut. Da lese ich jetzt natürlich. Ich nehme mal fast an, dass wir schon den dritten Boss-Hinweis gefunden haben, oder? Bin ich schon wieder überladen? Ne, überladen nicht, aber ich habe halt wieder einen Haufen Krims. Hier ist Metall, wollte ich nämlich. Lass mich mal kurz gucken. Ne, Wegvisier der Uralte. Alles klar, wissen wir Bescheid. Kiste, ne? Ja gut, da kann ich ja bestimmt die Tage nochmal vorbeikommen. Ich nehme ja mal mit was Wichtiges. Geld wäre wichtig und Federn sind wichtiger wie das Harz. Das kriege ich ja ständig. So, weiter geht's. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Da drüben, die Inni wollte ich uns kurz markieren. Spring nicht so hoch, du tust ja jedes Mal weh. Und dann will ich da nochmal ums Eck linsen kurz. Kann auch sein, dass ich im Nebel irgendwas jetzt verkannt habe. Huch! Ich hab ganz vergessen, dass ich nicht allein bin. So. Ja, die kann ich abfahren, da habe ich Sodlingkerne genug, oder? Wenn wir die alle haben. Oder ist das eine Grabstätte? Ja, schon, aber. Hier markieren. Thors Hammer. Initius. So, ach, das sind riesen Hinkelsteine, Leute, muss ich gucken. Kann aber auch sein, dass das ein ganz normales Umgebungsbild ist von der Ebene, ne, das ich einfach noch nicht kenne. Halt hier die Fliege wieder kommen, muss ich mein Zeug nochmal holen. Ich glaube, die Ebenen sind ein ziemlich geiles Gebiet, oder? Alter, wie viele? Ja, jetzt komm her. Die Problematik, die jetzt gerade mitspielt. Moltenbeere? Moltebeeren. Das Gold des Waldes. Gesundheit 15, Ausdauer 25. Sehr gut. Ja, das ist, glaube ich, Teil des Landschaftsbildes hier. Da traue ich mich jetzt erstmal. Wir gehen weg, bevor die Mucke wieder kommt. Da gehe ich rein, wenn wir mal ein bisschen Rüstung haben oder irgendwas, ne? So, meine Lieben. Wie sieht es denn jetzt aus mit unserem Plan? Hier ist nur ein Ausläufer. Ich muss hier noch lang, ne? Das machen wir jetzt noch eben fertig. Dann wissen wir auch, was wir morgen anstellen und so weiter. Junge, Junge. Die Ebene, ne? Ah, das wird nochmal richtig knackig. Wir haben noch nicht mal Sumpfland, ne? Deswegen brauche ich da jetzt noch nicht hin. Kann man mal einen Ausflug machen, immer testweise gucken, wie stark sind wir. So, Randgebiet ablaufen. Die Markierung, die wir gesetzt haben, glaube ich, ist ziemlich gut. Vielleicht gehen wir hier noch gucken, ob es noch einen höheren Bereich gibt. Und dann wäre Thema Zwergenbunker erledigt. Wir brauchen allerdings zunächst den Steinschneider, weil der Bunker ja massive Geschichte werden soll, ne? Zumindest ist das mal der Plan der aktuelle. Die Schweine guckt man dann morgen geschwind, ob da alles klar ist. Dann nehme ich mein ganzes Werkzeug mit, das wir brauchen. Und dann werde ich mal gucken, vielleicht kann ich da wieder einen Teil vom Zwergenbunker musikalisch machen. Ich habe mitbekommen, der ein oder andere hat sich gefreut drüber. Das hat mich sehr gefreut, das Feedback. Herzlichen Dank an der Stelle. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, das so zu beamen. Zu beamen, sage ich schon. Halt so zu schneiden. Wobei, dann natürlich Arbeitsschritte sind, die wir gemeinsam machen beim Zwergenbunker. Das wird ja ein größeres Bauwerk. So, haben wir einen verregneten Tag heute gehabt. Trotzdem waren wir fleißig. Die Schweine sind daheim imstande, sich zu vermehren. Dann würde ich morgen wieder mit einer etwas geplanteren Runde kommen. Das heißt, ich habe wieder einiges an Materialien vorbereitet. Ja, ich glaube, das nehmen wir da oben, Leute. Wir sind recht nah dann an diesen Zinnstellen. Kupfer haben wir hier schon jede Menge markiert. Ich bin bestimmt über 20 Stück auch noch drüber geschlappt gerade. Und dann könnten wir uns eigentlich... Weißt du, was wir machen? Wir werden morgen... Werde ich euch abholen. Ich werde unten ein bisschen Material besorgen an unserem Außenposten. Boah, guck mal die Wellen an.
Ich hole uns morgen ein bisschen Material am Außenposten, dass wir wenigstens mal das Schild machen können, das Bronzeschild. Und vielleicht ein Brustharnisch oder so irgendwas. Also die Brustplatte. War wie gut. So gut gemacht. Das gefällt mir so sehr gut. Guck mal. Weißt du, wir kommen zwar rum, aber es ist immer noch eine scheiß große Welt, die wir noch nicht entdeckt haben. Okay, wir haben es umrundet. Das heißt, ich laufe jetzt hier am Rand entlang. Ich glaube, da müsste nochmal ein Troll kommen. Vielleicht können wir den noch gemeinsam wegmachen. Wobei viel wichtiger wäre, ob ich die richtige Stelle habe. Komm her. Die Trolle, die werden uns hier noch kennenlernen. Ne? So, jetzt pass mal auf, ich will mal die neuen Bärchen essen. Lass mal kurz vergleichen. 15, 20, 600 Dauer. Ein Healpoint per Tick. Ein Hilbert 800 Dauer, 15, 25. Oh, das sind richtige Ausdauerdinger. Jetzt wird's schön, wo wir aufhören. Aber warte nur, ich suche uns morgen auch einen schönen Tag. So ja nicht. Jetzt machen wir den Spawner hier weg. Ich brauche den, glaube ich, nicht. Einmal kurz nochmal mit dem Hersprecher. Den will ich übrigens auch noch aufbauen, ne? Problem ist halt, dass der nicht viel Damage macht, gerade für die Geschichte hier. Sauer hat, gell? Ich habe die super Wunderbärchen gefuttert, Digga. Guck mal, da hinten stehen dann schon die Nachbarn bereit zum Unterstützen. Ja, so ein bisschen ist das jetzt auch mein Wald. Ich weiß, es war eine fiese Nummer mit dem Spawner. So. Ich will doch nur noch mal gucken, aber ich glaube, wir haben echt eine geile hohe Stelle hier erwischt. Das passt ganz gut. Der droht dann auch da oben. Oh, was ist hier? Können wir daraus vielleicht was machen? Wobei ich ganz ehrlich bin, ich habe schon Welt hat gespeichert. Ich habe schon im Hinterkopf, wie ich es aufbauen will, ne? Oh, guck mal. Das ist, wenn man seinen Zinken überall reinnehmen muss. Ja, ich habe auch nichts gegessen, merke ich gerade. Aber den Ding werde ich gerne mitgenommen, den uralten Samen. Vielleicht beschwören wir ja doch nochmal irgendwann den Boss. Oh, oh. Oh, und er schießt. Also, da kommen wir nochmal separat her. Haha, der hat mich jetzt hier. Guck mal. Du Arschkopf. Ich will doch nur zu meinem neuen Bau. So, jetzt mache ich sie weg. Jetzt mache ich sie weg. Problem ist der Bogentyp da hinten, ne? So, ihr Säcke, da habt ihr davon. Jetzt gucke ich aber, dass ich meinen Samen da raushol. So. Oh, ich sag's dir, mach's was mit. Gibt's irgendwas Einzelnes, was kurz weg? Oh, die Augen. So. Den Rest kann man dann immer noch einladen. Da ist noch irgendwo ein Bogenschütze, ne? Ich mache hier Späßlen. So, meine Lieben, also fertig für heute. Ich gehe rüber in die nächste Folge. Ich muss mal gucken, wie genau ich es organisiere. Es wird auf jeden Fall was los sein. Wir werden wieder was Neues sehen bezüglich Equipment. Habe ich mir fest vorgenommen. Und die markierte Stelle, die ist super. Die nehmen wir. Mama, ich laufe nochmal kurz hin. Dann machen wir einen letzten Check auf der Map. Da muss ich hier sowieso erstmal das Holz wegschlagen. Dann muss ich die Stelle ebnen, wo ich bebauen will. Hier wäre aber auch cool. Ne? Hier, das ist das, bei dem Bereich geht's. Und wenn ich so die Mitte nehme, wäre eigentlich hier so die Mitte. Lass uns das nochmal ganz kurz, ne. Lass uns das nochmal ganz kurz markieren und da hinlaufen. Ich komme nicht raus, ne. Jetzt suche ich mir tatsächlich halt wirklich den idealen Platz. Deswegen nehme ich mir die Zeit auch. Weil das wird ein Projekt, sag ich mal, oder ein Objekt, wo wir doch das ein oder andere mehr machen als sonst. Da ist auch schon wieder so eine Burg. Ne, hier oben finde ich es besser. Lieber laufe ich ein paar Meter länger zum Haldor. Weil irgendwann hast du eh alles rausgekauft. Hier machen wir es. Wo ich gerade eben war. Oh. So. Die Bärchen sind super, weil sie länger heben, finde ich.
Nee, nee, da wo wir gerade waren, meine Lieben. Da machen wir's. Genau hier, da ist doch schon eben. So, ich verabschiede mich jetzt aber wirklich. Morgen geht's hier natürlich knackig weiter. Hallo. Alter. So. Doch, hier ist doch gut. Hier ist gut. Hier nehmen wir. Hier wird der Bunker entstehen. Ich freue mich drauf. Bis morgen.